Ja, ein bisschen was habe ich eingepackt. Guten Abend, mein Name ist Paul Wege. Ich bin Initiator eines Makerspace hier in Frankfurt und heute so ein bisschen übernehme ich die Rolle von Tim, so ein bisschen auch noch Botschafter von TEDx. Wir planen eine gemeinsame Aktion und bei der geht es um Feinstaub. Feinstaub muss man erst so ein bisschen vorher erklären. Warum Feinstaub? Warum messen wir sowas? Es ist ein Open Data Projekt im Großen und Ganzen. Open Data heißt, Daten, die anfallen, können von jedem ohne Einschränkung genutzt werden, weiter verbreitet und weiter verwendet werden. Jetzt sagt bestimmt der ein oder andere, was soll ich da mit Daten? Ich sammle Briefmarken. Bisher wurde eben viel Zeit darauf verwendet, Daten zu sammeln und dann wegzuschließen, sodass wir alle überhaupt nicht mehr drankommen, sondern nur noch der Forschung zur Verfügung stehen. Dazu gehören auch Daten aus öffentlichen Einrichtungen, die aber eigentlich uns gehören, wir bezahlen sie ja auch. Und bei Open Data geht es darum zu sagen, wir geben diese Daten frei und wenn alle mitspielen, können wir die Datenbasis auch noch verbessern, vergrößern und damit die Qualität bei der Auswertung verbessern. So, was bringt das alles? Die Wissenschaftler kommen so ein bisschen aus ihrer Isolation raus, das heißt, wir können uns alle mit dem Thema forschen und Wissen beschäftigen. Wir kriegen ein bisschen mehr Informationen über unsere Umwelt und steigern damit die Lebensqualität auch so ein bisschen. Also dann, wenn ich weiß, was so um mich herum passiert, fühle ich mich auch ein bisschen wohler und verstehe viele Dinge viel besser. Wo wird das gemacht? Es gibt in Deutschland zwei große Projekte. Das eine heißt Luftdateninfo, das OK Lab Stuttgart. Ganz klein hinter OK steht Open Knowledge. Warum Stuttgart? Nicht, weil die da so sparsam sind und ihre Daten lieber selber sammeln, sondern weil Stuttgart die Hauptstadt des Staus ist. Und Stau hat was mit Auto zu tun, Auto hat was mit Abgas zu tun und damit mit Feinstaub. Regelmäßig kann man in den Nachrichten verfolgen, dass in Stuttgart mal keine Dieselfahrzeuge fahren dürfen, weil die Feinstaubwerte zu hoch sind. Das andere ist ein Projekt der Geoinformatik Münster, die ebenfalls eine Plattform aufgebaut haben. Die liefern auch sofort gleich einen eigenen Baukasten dazu. Wir gucken uns gleich nachher noch zwei Karten an, wie das aussieht von der Darstellung. Und erzähle ich auch ein bisschen was, wie die zusammenarbeiten. Das ist nämlich das Tolle, die beiden Projekte tauschen ihre Daten aus. Also sammelt nicht einer die eine Hälfte der Daten und der andere die andere Hälfte der Daten. So, was ist Feinstaub? Jetzt kommen wir eigentlich zum Thema. Feinstaub sind sehr kleine Partikel als Teil des Schwebestaubs, der so um uns rum ist. Draußen oft ein bisschen weniger als drinnen, man darf das nicht unterschätzen. Also wenn die Sensoren, die wir da verwenden, das erste Mal sozusagen im Haus angeworfen werden, erschrickt man doch sehr, wie viel Feinstaub man im Haushalt hat, je nachdem, ne, wie oft man putzt wahrscheinlich. Neben Temperatur, Luftfeuchte, Luftdruck und CO2-Gehalt ist das ist ein ganz wichtiger Indikator für die Luftqualität, also die Qualität meiner Umwelt. Wie gut lebe ich, wie gut wohne ich, wie gesund wohne ich? Denn Feinstaub hat eine sehr unangenehme Eigenschaft. Ab einer gewissen Partikelgröße ist das lungengängig, das Material, oder sogar über die Lunge in die Blutbahn zu transportieren. Und da gibt es zwei verschiedene Größenangaben, die sieht man ganz unten. Einmal PM10 und einmal PM2,5, das sind die Partikelgrößen. Und es gibt dazu einen Sensor, der relativ günstig erworben werden kann, der genau diese Partikelgrößen misst und dann weiter transportiert. Also war die Idee, das System aus Stuttgart zu übernehmen und zu sagen, wir machen das auch in Frankfurt. Weil in Frankfurt gibt es außer einer Kneipe, die Feinstaub heißt, auch Feinstaubmessstationen. Die großen Kästen, die so aussehen wie zwei Zimmer, Küche, Bad und oben sind so ein paar Kugeln drauf, die stehen dann an 8, 9, 10 Stellen in Frankfurt. Es wäre aber viel interessanter zu wissen, wie es eigentlich so das Gesamtbild über die Stadt verteilt. Und je mehr Bürger der Stadt sich daran beteiligen, umso genauer wird diese Information. Und es ist auch ganz spannend zu sehen, wie das in Abhängigkeit von Wetter und Verkehr vielleicht vor der Haustür sich da noch verändert. So. Was brauchen wir dazu? Das muss ich kurz bücken. Dazu brauchen wir einen Partikelsensor, der ist da drin normalerweise.
verschiedene Sensoren zur Erweiterung, also zum Beispiel Temperatur, Luftfeuchte, Luftdruck, das ist eigentlich ganz üblich. Einen kleinen Mikrocomputer, einen sogenannten Node-MCU, eine Microcontroller-Unit, die Daten von den Sensoren sammelt und auch sofort auf die Plattform weitersendet, aber auch für den lokalen Abruf zur Verfügung stellt. Wir brauchen ein Gehäuse, in der Regel arbeite ich mit so kleinen Eiern hier. Das wird ein bisschen schwierig, also haben wir hier gesagt, es gibt ein etwas größeres Gehäuse von der Bauform. Und dann noch ein paar Kabel und es kann losgehen. So. Das Schöne an der Lösung, die wir da gefunden haben, es wird nichts gelötet. Das heißt, jeder kann das mit Zusammenstecken seiner Kabel an die einzelnen Komponenten zusammenbauen. Das Gehäuse kam dem einen oder anderen vielleicht schon bekannt vor. Das gibt es in jedem Baumarkt. Der Knackpunkt ist so ein bisschen die Stromversorgung, weil wir wollen ja den Feinstaub draußen messen, nicht drinnen. Nicht jeder Garten hat eine Steckdose, da muss man sich ein bisschen was einfallen lassen. Wir tüfteln da gerade an einer solarbetriebenen Powerbank. Das zweite ist das WLAN. Das wird dann fast noch schwieriger, weil im kleinen Gärtchen draußen in der Rosenzüchteranlage gibt es meistens kein WLAN. Dann wird das mit der Feinstaubmessung ein bisschen schwierig, aber da gibt es bestimmt auch bald Lösungen. Das ganze Projekt ist relativ schnell zusammengebaut, also inklusive kurzer Pause und ein bisschen Theorie zu dem ganzen Thema ist man in 2 Stunden durch. Und das sieht dann so aus. Man sieht hier unten die Box mit dem Feinstaubsensor, mit dem Mikrocontroller dran. Und kurz vor der Montage haben die Fachleute noch sozusagen das Ganze begutachtet, hängt hinterm Haus und liefert Daten. Und zwar jede Menge Daten. Das ist jetzt mal so ein Screenshot der einen Plattform aus Stuttgart. Man sieht, da sind 151 Sensoren, da wo die Maus ist, ungefähr. Das ist Stuttgart. Da ist das schon sehr weit fortgeschritten. Es gibt auch Sensoren in Puerto Rico und ich habe auch noch welche in Taiwan gefunden. Und in der Spalte, in den 3 Spalten unten drunter, sieht man von den verschiedenen Sensoren, die sind durchnummeriert, die jeweiligen Messwerte eben in Mikrogramm angegeben. Die andere Plattform zeigt ein bisschen mehr Informationen. Da sieht man dann auch die Temperatur oder Luftfeuchte oder noch mehr Daten, je nachdem, welche Sensoren ich anbinde. Auch das wird mit der ersten Plattform ausgetauscht. Das heißt, es wird dafür gesorgt, dass auf beiden Plattformen der gleiche Datenbestand ist. Hier ist ganz interessant zu sehen, mal die Zahl oben neben dem OpenSenseMap-Logo. Das sind 160 Millionen Messungen circa, die da schon eingeflossen sind. Da laufen jetzt alle Daten zusammen. Also es ist nicht nur das Thema Partikelsensor, sondern auch Temperatur und so weiter. Aber das ist schon mal eine Menge Messdaten mehr, als so eine Behörde schnell an ihren 8 Stationen zusammensammeln kann. So, warum erzähle ich das? Wir machen demnächst zusammen mit TEDx ein TEDx Adventure. Da werden wir die ersten Sensoren bauen. Da werden wir darüber informieren, über die bekannten Kanäle, Facebook, Social Media, wenn wir der Stadt Frankfurt auch mitteilen, vielleicht können wir auch das Historische Museum als Kooperationspartner gewinnen. Die wollen ja sozusagen regionale Daten und digitale Informationen über den Ort sammeln. Wir können da sofort eine Menge liefern. Und wenn das gut durchgeht und wir unseren Lieferanten auf der anderen Seite dieser Welt sozusagen dazu bekommen, relativ schnell große Mengen nachzuliefern von diesen Teilen, wollen wir das regelmäßig anbieten. In Stuttgart läuft das so, die bieten das 2-mal im Monat an und da kommen jedes Mal zwischen 10 und 15 Leute, die dann ihre Sensoren bauen und die dann so nach und nach eben in das Netzwerk einfügen. Das ist eine Zahl, mit der wären wir schon sehr glücklich. Das war's schon gewesen. Vielen Dank. Applaus